Hallo? Ja, hallo, guten Tag, Mandy Brandt von Elite Premium Service AG. Sie oder jemand aus der Familie hatte sich im Internet angemeldet gehabt für den 500 € Amazon-Gutschein. Wladislav Kiro, bin ich da richtig? Kira, wie ist guten Abend? Ja, also die Verlosung wäre ja auf jeden Fall Ende des Jahres. Wenn Sie gewonnen haben, bekommen Sie ja Bescheid. Ja. Und ich sehe gerade ein wenig Glück. Hatten wir nämlich schon. Sie haben eine Reise gewonnen. 4 Tage, 3 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück. Herzlichen Glückwunsch dafür. Die Unterlagen liefern Wirklich? Sie von Aventia. Genau. Von Aventia Reisen dort Sie die Unterlagen bekommen. Und Sie können entscheiden. Entweder nach Paris oder Rhein-Mosel. Das wäre Dreiländereck, Koblenz. Wo dürfen wir Sie Was hinschicken? ist denn Rhein-Koblenz? Welches Land ist das? Das ist hier in Deutschland, ne? Das ist das Dreiländereck, wo der Rhein und die Mosel Ach, zusammenfließen. dann nehme ich, was will ich denn? Wenn ich reise, will ich nicht in Deutschland bleiben. Dann nehmen wir Dann Paris, ja? Paris nehmen. Paris klingt sehr Paris. gut. Bin ich noch nie gewesen bei Paris. Also Paulinenstraße 51 in Hamburg ist noch Da, korrekt. richtig. Bin seit Gewinnspiel nicht umgezogen. Aber jetzt Urlaub, Okay. wie geil ist das denn? Und das jetzt kann ich das jetzt schon machen? So bei Urlaub demnächst? Genau, 18 Monate ist der Gutschein einlösbar. Also Sie melden sich dann einfach nur, wenn Sie wissen, wann es losgehen soll. Also Ja? ab sofort quasi, da? Genau. Warte, muss ich kurz gucken. Ich habe gestern mit Chef Also gesprochen. die Ich habe Unterlagen, Urlaub die. ab 6. August, bitte. Also die Unterlagen dauert immer so 10 bis 14 Tage, Es ne? wird knapp. Und dann können Sie sich da melden. Das wird knapp. Wie lange ist Urlaub? 18 Monate ist der einlösbar. Achso, vier Vier Tage. Vier Tage, Tage. drei. Oh, das ist doch gar. Genau. Oh, blöd, ist das super. Ist das so all-inclusive Okay. Dingen oder was habe ich da gewonnen, bitte? Mit Frühstück. Mit Frühstück. Dann esse ich einfach morgen so viel, dann muss ich den ganzen Tag nichts mehr essen. Ja, Sie können ja ein bisschen Taschengeld binden. Wir haben hier nämlich noch eine schöne Taschengeldbonusrunde. Für diejenigen, die die Reise gewonnen haben, Taschenbuch? haben wir immer noch Das eine Taschenbuch? Das Mickey Maus? Taschengeldbonusrunde. Bonusrunde, das ist ein Gewinnspiel, das nennt sich nämlich Bonus Royal Card. Das ist so ähnlich aufgebaut wie Lotto, nur viel, viel besser, weil Sie können hier eine monatliche Rente gewinnen. Und zwar von 3.333 € 25 Jahre lang. So Alles lange? vererbbar, steuerfrei übertragbar. Ja, soll sich ja auch lohnen. Doch, aber Und lohnt sich ja zusätzlich, richtig. ja. Eine kleine Moment mal bitte. Mascha, mach mal den Herd aus, ich brauch noch mal mehr. Entschuldigung, ich war gerade bei Ja. Kochen. Ja, okay. Und zusätzlich erhalten Sie von uns eine Rabattkarte. Das ist eine Online-Rabattkarte. Hier können Sie nämlich bei über 900 namenhaften Unternehmen bis zu 35% Rabatt erhalten. Und zwar so lange, wie das Gewinnspiel läuft. Ne? Können Sie gleich benutzen, wenn Sie die Unterlagen Bei haben. was für Firma? Apotheken. Ich habe Entschuldigung nicht verstanden. Was für Firmen? Ja, Apotheken, Drogerien, Versandhäuser, Lebensmittelmärkte wie Edeka, aber auch für die Männer ATU, Baumärkte, Versicherungen, Banken und so weiter. Ah. Und egal, ob Sie jetzt einmal bei ATU einkaufen oder 100 Mal, ja, bei über 900 Unternehmen kriegen Sie die Rabatte, solange wie das Gewinnspiel läuft, Ah. können Sie natürlich auch gleich benutzen, wenn Sie die Unterlagen haben. Kann auch die ganze Familie mitbenutzen, ne? Läuft dann halt Das ist über ja Ihren Namen. richtiger Glückstag heute. Heute Morgen Ja, habe ich aber. noch gedacht, Scheiße, erst Mittwoch, ich will gar nicht aufstehen. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, Scheiße, morgen erst Donnerstag. Ich habe aber noch keine Lust, schlafen zu gehen. Und jetzt habe ich eine verdammte Reise gewonnen. Und was, wie viel Prozenten kann man bekommen bei Netto? Beim Market? Ich hab jetzt nicht alle Firmen im Kopf. Also ich weiß, Edeka ist mit dabei, Lidl ist mit dabei, Amazon zum Beispiel, Galeria Kaufhof, C&A, S. Oliver Sportcheck und so weiter. Und wie gesagt, die können Sie dann gleich benutzen. Die Prozente steht dann in den Unterlagen drin. Und die läuft so lange, wie das Gewinnspiel läuft. Und das Gewinnspiel, das geht dann am 15.09. erst los. Übersichtliche 3 Monate. Und da hätten Sie dann jeden Tag 200 Tipps. Ne? Wenn Sie jetzt normal Lotto spielen im Handel, hat man ja in der Regel meist nur 12 Tipps die Woche für 15, 16 €. Da. Und hier haben Sie dann jeden Tag 200 Tipps. Das sind über 6.000 Tipp rein. Die kriegen Sie im Handel für ein paar Oh, ist hundert das Euro. Hier für Glückstag 9. heute? Wie komme ich zu der Ehre?
Und hier für 39,80 und alle Samstage bis dahin, die kriegen Sie auch noch geschenkt. Das heißt, die Gewinne daraus, Herr Kiro, die kriegen Sie, können Sie schon als Einsatz nehmen. Ja, über 80% der Leute, die hier mitmachen, die machen sogar weiter, weil es super läuft. Und dass man hier was gewinnen kann, sehen Sie auch, weil ich kann es immer nur denen vorstellen, die die Reise gewonnen haben. Und Sie kriegen das Ganze, Herr Kiro, in Originalunterlagen nach Hause in 10 bis 14 Tagen. Und ich könnte mir für Ihren eigenen persönlichen Tipp dafür nochmal 6 Zahlen hier aufnehmen, zwischen 1 bis 49, die dann natürlich auch jeden Samstag für Sie mit dabei wären und auch in den Unterlagen mit drinstehen. Ja? Kriegen Sie 6 Zahlen zusammen oder wollen wir eher den Zufallsgenerator nehmen? Was meinen Sie? Ganz spontan? Ganz spontan wüsste ich gerne erstmal, wie war das mit der Reise? Kann ich da Familie mitnehmen? 2 Personen. Für 2 Personen. Ich und 2 Personen oder 2 Personen? Nein, 2 Personen. 2 Personen? Okay. Kann man da so zubuchen vielleicht noch, weil ich kann hier nicht halbe Familie zu Hause lassen. Die würden mich schlagen. Kann man bestimmt dazu buchen. Das, was kostet, bitte? Das weiß ich nicht. Wir sind ja nicht der Reiseveranstalter. Da müssen Sie dann nachfragen. Ach, die Unterlagen kriegen Sie ja von Aventia Reisen. Da können Sie dann anrufen da? Und nachfragen. Ja. Und wie gesagt, für die Bonusrunde würde ich mir für Ihren eigenen persönlichen Tipp, Herr Kiro, hier nochmal 6 Zahlen aufnehmen. Kirov, bitte. Kirov. Oder Kirov, ja, Entschuldigung, die dann jeden Samstag mit dabei wären und auch in den Unterlagen mit drinstehen. Haben Sie so ganz spontan 6 Zahlen für mich? Vielleicht haben Sie das ja schon mal gehört. Mir gehört die Firma Kirov Luftschiffe. Haben Sie mal gehört? Nee, nicht Hätte wirklich. Ja sein können. Ist das Flugreise, Autozug, Bus, Bahn, UFO, Flugzeug? Mhm. Oder was ist das? Ich sehe das hier schon. Modellbau, ja? Club, die E-Mail-Adresse, Modellbau. Club Hamburg einer. Nein, das Paris. Wie komme ich da hin dann mit meiner Frau? Achso, ne, ist eine Busreise. Eine Busreise. Okay. Ja, Sie können aber auch mit einem Auto selber fahren, wie Sie möchten. Aber Bus also würde Busreise. Bezahlt werden und Auto muss genau, man selber Bus machen. Genau. Genau. Ja, das ist aber mit Bus von Hamburg bis Paris ist das verdammt weit. Ja, darum hat man ja noch Rhein-Mosel, ne? Das ist halt nicht so da weit. Da sitze ich ja die ganzen 4 Tage eigentlich nur im Bus. Nein, also ich weiß gar nicht, ich glaube 18 Stunden ist eigentlich. Das sind 2 Tage von meinen 4 Tagen, sitze ich dann nur im Bus. So lange kann ich doch gar nicht neben meiner Frau sitzen, die hört gar nicht auf zu reden. Das geht nicht. Dann muss ich entweder sie mir Schlaftabletten geben oder wir müssen, was ist bei Rhein-Mosel, was kann man da machen? Was ist da? Also da kann man noch dazu buchen eine Schifffahrt. Ein was bitte? Eine Schifffahrt. Schifffahrt, okay. Nach Luxemburg oder ein Ausflugsschifffahrt inklusive Rüdesheim. Ne, dann haben sie es natürlich nicht so weit. Ne? Das ist, glaube ich, vielleicht besser. Sonst ist man ja nach Urlaub ist man ja gestresster als vor Urlaub. Das ist ja dann irgendwie so, als würde man Krieg führen, um Frieden zu kriegen. Okay, dann nehmen wir rein. Würde ich doch sagen. Wie gesagt, Sie kriegen denn 10 bis 14 Tage, das Ganze ist dann in 10 bis 14 Tagen bei Ihnen. Einmal die Reise, einmal das Gewinnspiel. Und für Ihr Gewinnspiel würde ich hier nochmal 6 Zahlen aufnehmen, zwischen 1 bis 49, die dann jeden Samstag mit dabei wären und auch in den Unterlagen mit drinstehen. Kriegen Sie so ganz spontan 6 Zahlen zusammen oder wollen wir den Zufallsgenerator nehmen? Ich würde jetzt ja Geburtstag von Präsident Putin nehmen, aber ich kann mich nicht erinnern. Können Sie helfen? Nein, das weiß ich auch nicht. Okay, Google, Geburtsdatum Präsident Putin. Okay. Kurz gucken. Gut, also die Unterlagen 10 bis 14 Tage sind die dann der bei hat und 17. Oktober 1952 hat Putin Geburtstag. Also 17.10. 51 geht nicht. 52. Weil, geht nur bis 49, ne? 6 aus 49. Dann nehmen der Präsident ist dankbar, schenke ich ihm 3 Jahre länger zu leben. Nehmen wir 49, da. Okay. Haben Sie noch 3 Zahlen? Weil es sind ja erst 3. Ich brauche 6 1, Zahlen. 2, 3. Okay. Also die Unterlagen, wie gesagt, 10 bis 14 Tage sind die denn bei Ihnen. Die Rabattkarte können Sie sofort benutzen, wenn Sie die Unterlagen haben. Alle 900 Unternehmen mit den Prozenten stehen drin. Und das Gewinnspiel geht dann am 15.09. erst los. Und einmal im Monat, Herr Kiroff, bekommen Sie dann natürlich nochmal eine schriftliche Gewinnabrechnung nach Hause. Also Sie müssen jetzt nicht selber gucken, welche Zahlen gewonnen haben oder welche nicht, ja, kriegen Sie immer schriftlich. Das ist gut. Ich brauche schon so viel Zeit für Firma und für Frau, da kann ich nicht noch alles mögliche Sachen gucken. Und das Rabattdings, da ist das so wie EC-Karte oder so wie Pluspunkte-Karte oder was?
Nein, nein, es ist eine Online-Rabattkarte. Nehmen wir mal an, Sie bestellen online, was weiß ich, ein Pullover oder so, der 50 € Da. kostet und Sie haben da 35% Rabatt, dann wird das sofort So gutgeschrieben viel! und Sie bezahlen nur noch den Rest. Aber warum Genau. verschenken die so viel Geld? Also ich bin auch Ja, Firma, ich würde das nie entweder. machen. Wenn einer zu mir kommt, sagst du, kann ich Karte drucken, kriegen Leute halben Preis für Luftfahrt. Würde ich sagen, mach, dass du von meinem Hof kommst oder ich lass die Hunde los. Also Ende des Jahres für den Amazon-Gutschein kann ja immer nur einer gewinnen. Darum haben wir ab und zu mal eine Bonusrunde. Und ich kann Ihnen das auch nur vorstellen, weil Sie die Reise gewonnen haben. Sonst hätte ich Ihnen gar nicht vorstellen Ah, können. ich Ja? verstehe. Das ist so Bonus Probieren Sie für die guten Leute. Genau. Wir wollen ja auch in Zukunft also nochmal auf unsere Internetseite gehen. Ja, probieren Sie es einfach mal aus. Und wie gesagt, die Rabattkarte können Sie gleich benutzen. Geldgewinne, die werden auch immer automatisch auf Konto gebucht, Herr Kirov, Ende des Monats. Und der Monatsbetrag, die 39,80, die bräuchten Sie nicht zu überweisen. Die würden immer abgebucht werden zum 1. Also 1.9., 1.10., 1.11. Und die Unterlagen, die bleiben ja bei Ihnen. Alles zum Verbleib bestimmt. Das heißt, ich würde die Bankverbindung hiermit aufnehmen, die wird dann nach Spielende für Sie gelöscht und nicht nur die Bankverbindung, Herr Kirov, wird danach gelöscht, auch Ihr Geburtsdatum und natürlich die Adresse. Moment, Ja? haben Sie nicht irgendwie von Anfang gesagt, ich habe irgendwas gewonnen, jetzt wollen Sie Geld von mir haben? Habe ich richtig Also verstanden? die Reise, genau, die Reise haben Sie gewonnen, die Rabattkarte ist kostenfrei, nur das Gewinnspiel, ne? Wie gesagt, geht am 15.09. los, jeden Tag 200 Tipps. 6.000 Tipprein sind das ja im Monat für So. 39,80 3 Monate Jetzt lang. habe ich So habe das ich ja gesagt. verstanden. Sie mich so mit Informationen bombardieren wie Kirov Luftschiff, da habe ich das gar nicht verstanden. Ne, dann nehme ich nur die Reise. Ist gut, dass ich mag kein Glücksspiel machen. Aber wäre nur schade um die Rabattkarte, weil die haben Sie ja gewonnen, die kriegen Sie ja nicht zu, die ist viel mehr wert als Gewinnspiel, also Minus können Sie eh Ja, wenn nicht ich die machen. Kappa-Rabattkarte gewonnen habe, dann können Sie mir die auch noch schicken. Dann kann ich mir das ja mal angucken. Also ich kann es immer nur denen vorstellen, wie gesagt, die die Reise gewonnen haben. Ja, hab Die ich ja. Rabattkarte gehört zu dem, die Rabattkarte gehört zu dem Gewinnspiel dazu. Also ich kann es nicht separat Aber ich machen. habe Also doch Sie schon kriegen ja. gewonnen. Rabattkarte, Gewinnspiel. Wladislav, Gewinnspiel gewinnen. Also Rabattkarte, Wladislav, oder nicht? Die Rabattkarte gehört zu dem Gewinnspiel Ja, dazu. aber ich Ja, das habe ist doch schon gebucht. gewonnen. Die Reise. Ja, aber das Gewinnspiel und die Rabattkarte kann ich immer nur denen vorstellen, die die Reise Hab gewonnen ich haben. doch. Und das Gewinnspiel, das kann ich nicht ganz umsonst machen, weil es sind ja auch 6.000 Tippreihen, aber die Karte kriegen Sie umsonst Ja, weil dazu. ich ja die Ja, Reise probieren Sie es gewonnen mal. habe. Das ist ja in Ordnung. Ja, es sind 6.000 Tippreihen im Monat für Nein, nein, die 39,80 Rabattkarte Geldgewinn. meine ich. Die Karte und das Reisen. Weil ich ja gewonnen habe, da. Ja, aber ich habe ja meine Regeln, ne, Herr Kirov. Die Rabattkarte gehört zu der Gewinnspiel Der dazu. Kunde ist König. Ich mache hier die Regeln. Möchten Sie das Gewinnspiel mitmachen, Herr Möchten Sie Kirov? einen Kunden glücklich machen, Frau Elite Premium Service AG? Anders habe ich leider nicht. Blöd. Ich kann es nur denen vorstellen, die die Reise gewonnen haben, aber die Rabattkarte gehört nur zu dem Gewinnspiel Ah. dazu, ne? Die müssen alle 98 gleich behandeln. Ja, wie gesagt, ich würde die Bankverbindung mit aufnehmen. Geldgewinne werden immer automatisch aufs Konto gebucht und der Monatsbetrag, die 39,80, die bräuchten Sie nicht zu überweisen. Die würden dann immer abgebucht werden zum 1., ne? Da, das haben 1.9., Sie schon mal 1.10., vorgelesen. Ich habe 1.11. das schon verstanden. Das ist nur die Frage. Wahrscheinlich kriege ich die Reise auch nicht, wenn ich sage, will ich nicht haben, richtig? Na, doch klar. Also ich darf ja nicht irgendwas erzählen, was nicht passt, ne? Sie kriegen zweimal Post, einmal die Reise von Aventia Reise und einmal das Das Gewinnspiel. ist getrennt, da? Genau, es sind zwei verschiedene Firmen. Einmal die Reise und einmal das Gewinnspiel mit der Rabattkarte. Ah, und Genau. ich kriege Sie Reise haben. auch, wenn ich nicht Lotto spiele, richtig? Genau, die Reise haben Sie sowieso Das wollte gewonnen. ich wissen. Dann möchte ich bitte die Reise nur haben. Obwohl, andere könnt, wie viel kann man da gewinnen? Na, nach oben gibt es ja keine Grenzen. Das sind 6.000 Tipprein, ne? Wenn Sie normal Lotto spielen, im Handel haben Sie ja in der Regel nur 12 Tipps die Woche und hier haben Sie ja jeden Tag 200 Tipps, ne? Über 6.000 Tipprein, ne? Kriegen Sie im Handel für ein paar hundert Euro und hier für 39,80. Probieren Sie es einfach mal aus. Sie werden sehen, dass es sich lohnt. Die meisten machen sogar weiter, weil es super läuft. Und alle Samstage bis zum 15.09. kriegen Sie auch noch geschenkt. Das heißt, die Gewinne daraus können Sie ja schon als Einsatz Also ich sehen. muss Ihnen ein großes Ja. Kompliment geben. Sie schaffen das immer wieder in der gleichen Tonlage, den gleichen Text genauso vorzulesen wie vor 5 Minuten. Das könnte ich gar nicht. Tja, Übung macht den Meister, Herr Kirov. Lesen Sie das noch oder können Sie das auswendig?
Ich lese hier nichts vor. Na, aber weil der Text ist Probieren Sie Wort es für Wort einfach mal derselbe, aus. deswegen frage ich, können Sie Leitfaden auswendig oder haben Sie so Text bei Bildschirm und so? Herr Kirov, das ist doch jetzt egal. Möchten Sie mitmachen oder? Das sag ich, habe doch Ich nur habe eine ja noch normale andere, ich Frage habe ja noch gestellt. andere Was ist Schritte. das Problem? Ja. Nein, das ist kein Doch ist Problem, aber das Problem. ist doch egal. Ist ja jetzt Können Sie mir egal, dann oder? bitte eine Antwort geben, wenn keine Problem? Kommt das jetzt drauf an, ob ich das hier vorlese oder aus dem Kopf weiß? Weil Das ich ist doch bin egal, oder? Businessman. Ich möchte gern wissen, wie andere Menschen Business machen. Ich brauche das nicht vorlesen, ich habe das im Kopf. Aber es gibt so Zettel oder gab Zettel, wo das so draufsteht, da? Ja, sicherlich, Da, ja, sehr sicherlich. schön, sehr schön. Und was passiert, wenn Sie andere Worte benutzen? Werden Sie geschlagen? Herr Kirov, Da. ich möchte mich auf so eine Diskussion hier nicht Da, das einlassen. ist keine Diskussion, das ist Verhör hier. Ich will aber nicht verhört werden, Herr Kirov. Sie haben eine Reise gewonnen und können das Gewinnspiel Und mitmachen. dann, Ich will Sie nicht haben verhört ja, werden. Sie können ja sagen, ich verweigere die Aussage aufgrund der Gefahr, mich selbst zu belasten. Wenn Sie das sagen, werde ich nicht weiterfragen. Ja, wir sind doch aber kein Staatsanwalt, Herr Kirov. Wir sind doch hier nicht bei CSI Miami oder so. Nein, wir sind hier bei Kirov Luftschiffe und ich habe Ihnen eine Frage gestellt und wenn Sie nicht antworten möchten, können Sie die Aussage aufgrund der Gefahr, sich selbst zu belasten, natürlich verweigern. Das würde ich Ja, nicht anders machen. ich kann auch das Gespräch beenden, dann schickt man nur die Reise Dann aus. denken Sie, ich lasse mir drohen. Sie können ruhig auflegen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Dann ruft mich. Hat sie getan, blöd. Ich liebe es, wie die bis zuletzt gedacht hat. Ich kaufe ihren Scheißdreck ab. Geile Nummer. Danke fürs Zuhören, meine Freunde.